Kennst du das? Die Petersilie ist schon riesig groß, doch der Winter steht vor der Tür. Nun, was machen mit dem ganzen Petersilie? In diesem Video zeige ich dir, wie man die ganz einfach 6 bis 12 Monate haltbar machen kann, und zwar nur mit frischer Petersilie und Salz. Also erstmal die Petersilie ernten haben wir hier, wie man sieht, schon gemacht, und weiter geht's in der Küche. Übrigens ist die Petersilie hier im Treibhaus und nicht auf der offenen Fläche, weil wir sie als Unterkultur bei den Tomaten hatten. Die Tomaten haben das nasse Jahr allerdings leider nicht überlebt. Aber nun zum Rezept. Was haben wir vor? Wir haben vor, die Petersilie klein zu hacken und sie dann im Verhältnis 1 zu 7 mit Salz zu mischen, also 7 Teil Petersilie und 1 Teil Salz. Das kleingehackte Peterli gut mit dem Salz durchmischen. Das war es dann auch schon. Kein Erhitzen, kein Einmachen. Einfach dann in ein Glas füllen, und danach sollten die längere Zeit haltbar sein und man kann immer wieder davon verwenden. Nun, wie gehen wir hier vor? Wir nehmen die Petersilie, trennen diese von den groben Stielen. Wir wollen nur das feine Material. Dann wägen wir die Petersilie vor dem Waschen und schreiben uns das Resultat auf. In diesem Fall 210 Gramm frische Petersilie. Weiter geht es mit Waschen der Petersilie, danach abtrocknen. Wir schwingen sie oder schleudern sie hier in der Salatschleuder. Nun kommt die Petersilie in kleinen Portionen hier in so einen Becher rein, wo wir sie mit dem Pürierstab klein mixen. Diesen Vorgang immer wieder wiederholen, mit ein paar Handvoll Petersilie wieder mixen mit dem Stabmixer. Ja, ist ein bisschen mühsam, aber das geht schon. Als nächstes brauchen wir das Salz. Wir haben hier gutes Alnatura Meersalz. Dieses abwägen, wir brauchen hier 30 Gramm, also sprich, wir rechnen die Petersilie geteilt durch 7, dann erhalten wir die Menge Salz, die wir brauchen. Damit wir das gut durchmischen können, geht jetzt ein Großteil der Petersilie raus, bleibt noch eine kleine Menge drin. Hier kommt ein bisschen Salz dazu, mit dem Stabmixer erneut mixen. Das Ganze wird jetzt etwas, ja, sämiger, etwas flüssiger, geht jetzt auch besser mit Mixen. Und dann schrittweise wieder Petersilie dazu. Und wieder etwas Salz dazu, wieder Petersilie dazu, wieder etwas Salz dazu, bis man die ganze Menge hier schön homogen durchmischt mit dem Salz hat. Das Salz sollte sich komplett aufgelöst haben. Wenn das alles passiert ist, kann man nun dieses Petersilie-Salz-Gemisch in beliebige Gläschen abfüllen. Und schon ist die Sache fertig, sollte nun haltbar sein für 6 bis 12 Monate, muss man halt immer wieder mal ein bisschen begutachten. Und man kann jetzt hier immer dieses Petersiliensalz verwenden, zum Beispiel für Salzkartoffeln, um diese zu würzen, oder für Salatsoßen. Also anstatt Salz zu nehmen, nimmt man gleich dieses Petersiliensalz. Also die Gerichte, die man mit diesem Petersiliensalz würzt, brauchen im Normalfall kein weiteres Salz mehr. Ja, das war's dann auch schon. Das ist eine gute Möglichkeit, um seine Petersilie durch den Winter haltbar zu machen, ohne dass man hier einen Kühlschrank, einen Gefrierschrank oder etwas braucht und somit auch nicht auf Strom angewiesen ist. Ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.